Guck mal hier, ich lade mir hier auf der Website einfach einen Installer runter, starten, zack, und schon läuft ein ChatGPT-Klon auf meinem Rechner, der nicht mal mit dem Internet verbunden sein muss. Also wirklich komplett lokal läuft. GPT for All heißt das Ganze, Open Source ist es auch und die Software lädt sogar für euch die Sprachmodelle runter. Komplett automatisch. Laut eines geleakten Google-Dokuments ist genau sowas für Google die größte Konkurrenz. Nicht OpenAI und nicht Microsoft, sondern die Open Source-Gemeinde, die gerade in einem Wahnsinns Tempo aufholt. Ich gucke mir GPT for All und die Open Source Sprachmodelle mal genauer an. Sind die schon vergleichbar mit den kommerziellen? Sind die überhaupt wirklich Open Source? Bleibt dran. Liebe Hackerinnen, liebe Internetsurfer, herzlich willkommen hier bei Dieses Video wird gesponsert von NordPass. Ihr kennt das vielleicht. In eurer Firma müsst ihr ständig irgendwelchen Zugängen und Passwörtern hinterherrennen. Beziehungsweise, wenn ihr selbst eine Firma habt, ist das alles mit viel Aufwand verbunden, die Daten irgendwo sicher zu hinterlegen. NordPass Business kann das nun alles für euch erledigen. Ein Ort, wo ihr Accounts, Passwörter, Kreditkartendaten, persönliche Infos und alles andere Wichtige sicher verstauen könnt. Einmal eingeloggt, kann man sich dann zum Beispiel im Browser das Passwortfeld automatisch ausfüllen lassen, also zumindest mit den Daten, die man nutzen darf, denn wer Zugang zu welchen Daten hat, das kann man komfortabel in der User-Verwaltung festlegen. Verschlüsselt ist das Ganze mit XCHAR20 mit Zero-Knowledge-Architektur. 3 Monate kostenlos ausprobieren könnt ihr das, wenn ihr auf https://nordpass.com/CT3003Nord geht und dann den Code CT3003Nord verwendet. Werbung Ende. Ja, ich weiß, wir haben schon mal ein Video gemacht zu einer lokal lauffähigen Text-KI. Das war aber ein ziemlich frickelig zu installierender Hack namens DALI. Vor allem musste man hier manuell mit den mehrere Gigabyte großen Sprachmodelldateien herumhantieren. Inzwischen sind 2 Monate vergangen. In der hyperbeschleunigten KI-Welt entspricht das ungefähr 2 Normaljahren. Das ist ein bisschen so wie mit Hundejahren und Menschenjahren. Kleiner Dad-Joke. Aber ernsthaft. Jetzt gibt es GPT for All und ganz viele neue Sprachmodelle. Und der Unterschied zu DALI vor 2 Monaten ist immens. Alleine die Installation. Einfach den Installer von gptforall.io herunterladen, installieren, starten und dann in der Software auf Download gehen und man kann hier einfach mehr als 10 Sprachmodelle mit einem Klick herunterladen. Das Ganze läuft auf Windows, Linux und macOS. Ja, und die Qualität der Ausgabe ist zumindest bei einigen Sprachmodellen auch deutlich besser als noch bei denen, die von DALI unterstützt wurden. Stellt man zum Beispiel eine einfache Sachfrage, wie zum Beispiel, welcher Roman von Thomas Mann spielt auf einem Berg, dann bekommt man vom zurzeit wohl besten GPT-4-All-Sprachmodell Snoozy die klare Antwort, ja, der Zauberberg. Und wenn man fragt, von wann ist der, erschließt das System auch aus dem Kontext, um was es geht und spuckt 1924 aus. Google kann ja auf solche Sachfragen oft nicht konkret antworten, sondern zeigt dann meist nur eine Textstelle aus dem Netz an und vor allem benötigt Google ja auch eine Internetverbindung. GPT-4-All nicht. Also könnt ihr auch ein Flugzeug benutzen oder sonst wo. Andere von GPT for All unterstützten Sprachmodelle hauen allerdings richtigen Mumpitz raus. Sehr schön fand ich, als auf die Frage, welcher Thomas Mann Roman spielt auf einem Berg, die Antwort kam, ja, das ist der Titel des Romans von Weilche im Jahr 1882. Oder kennt ihr schon die dollste Touristenattraktion in Hannover, Schloss Neuschwanstein? Tatsächlich machen viele der Sprachmodelle sogar heftige Rechtschreib- und Grammatikfehler. Das ist mir mit ChatGPT, Bing und Bard nie passiert. Aber wie gesagt, das Snoozy-Sprachmodell und das Vicuna-Modell, beide mit 13 Milliarden Parametern, liefern echt ganz ordentliche Ergebnisse. Sogar unseren 3003 KI-Benchmark schaffen sie. Erzähle einen Witz, in dem ein Raspberry Pi, Martin Luther und ein Schokokuchen vorkommen. Ja. Die Geschwindigkeit der Ausgabe ist natürlich sehr stark vom verwendeten Rechner abhängig. GPT for All nutzt standardmäßig nicht die Grafikeinheit, sondern den AVX2-Befehlssatz der CPU. Und CPUs ab ca. 2014 können das, gibt aber auch eine GPT for All-Version für den älteren AVX, also ohne 2-Befehlssatz. Sehr schnell lief GPT for All bei meinen Tests auf einem MacBook Pro mit M2 Max, aber auch auf einem Windows-PC mit AMD 3700X-Prozessor war die Geschwindigkeit okay. Nur auf einem ziemlich alten PC mit Intel i7-6700K machte das keinen Spaß. Das sah dann so aus. Ja, aber wo kommen denn die Sprachmodelle eigentlich her? Und hier kommt jetzt mal ein kleiner Einschub. Und keine Angst, das wird nicht so kompliziert. Also die Technik von ChatGPT basiert auf sogenannten Large Language Models, LLMs. Das sind neuronale Netze, in die riesige Textmengen hineingekippt werden. Das Generieren von einem Sprachmodell nennt sich
Pre-Training und das ist ziemlich aufwendig. Wir sprechen hier von tausenden Profi-GPUs, die wochenlang rechnen und das kann dann schon mal mehrere Millionen Euro kosten. Man darf sich aber nicht vorstellen, dass da dann einfach ein Chatbot hinten rauspurzelt, denn so ein Large Language Model ist kein Chatbot, sondern nur die Basis dafür. Man muss das LLM noch auf den vorgesehenen Einsatzzweck nachtrainieren, also zum Beispiel Texte einfach vervollständigen oder Fragen beantworten. Und letzteres würde man, ja, für einen Chatbot machen. Wenn ihr euch zum Beispiel ChatGPT und Microsoft Bing anguckt, die nutzen beide das nicht offene GPT-4 LLM von OpenAI, aber fühlen sich in der Praxis ganz unterschiedlich an, eben weil sie unterschiedlich nachtrainiert wurden. Zu beiden haben wir hier schon Videos gemacht. Die Grund-LLMs werden manchmal auch Foundation Models genannt, ja, weil sie quasi das Fundament sind, die Basis für spätere Anwendungen. Das Nachtrainieren, um zum Beispiel einen Chatbot zu bekommen, nennt man Fine-Tuning. Das ist deutlich weniger aufwendig als das vorangehende Pre-Training. Um so ein Large Language Model fein zu tun, reicht es, ein paar GPUs in der Cloud für ein paar Stunden anzumieten. Das kostet dann auch nur ein paar hundert Dollar. Und es gibt auch immer mehr Ansätze, dass das einfach zu Hause auf Consumer-GPU möglich wird. Das Problem ist nur, dass es bislang keine guten Grund-LLMs gab, auf die Open-Source-Gemeinde Zugriff hatte. Das ändert sich aber gerade. Meta hat zum Beispiel sein Llama-Modell zumindest für unkommerzielle Forschung freigegeben. Llama mag nicht ganz so gut sein wie Palm 2 von Google und GPT-4 von OpenAI, aber anders als bei diesen beiden können Leute damit einfach herumspielen. Und das tun gerade ziemlich viele und deshalb gibt es auch immer mehr auf Llama basierende Chatbot-Sprachmodelle. Obendrein gibt es auch noch richtig offene Grundsprachmodelle mit einer richtigen Apache 2 Open-Source-Lizenz, also die man auch für kommerzielle Produkte einsetzen darf, zum Beispiel Open Assistant, MPT, Cerebras, GPT und GPT-J oder GPT-J. Ja, ich gebe zu, das ist ganz schön verwirrend, wenn man diese Namen alle noch nie gehört hat. Vielleicht hier nochmal eine ganz schnelle Zusammenfassung der wichtigsten LLMs. GPT-4 oder GPT-4 heißt das zurzeit wohl relevanteste Sprachmodell. Aber auch wenn sich die Schöpfer OpenAI nennen, ist das halt überhaupt nicht offen. Man kann es nicht selbst trainieren, weil man keinen Zugriff auf die Daten selbst hat. GPT-4 wird unter anderem von ChatGPT und Microsoft Bing verwendet. Llama heißt das Grundsprachmodell von Meta und ist zumindest offen für unkommerzielle Forschung. Eigentlich muss man den Zugang bei Meta beantragen, aber man findet es inzwischen an etlichen Stellen im Netz und auch GPT4All bietet etliche auf Llama basierende Chatbot-Sprachmodelle an, zum Beispiel Vicuna und L13B Snoozy. Steht dann eben bei nur für unkommerzielle Nutzung. GPT-J ist ein Grundsprachmodell von der Non-Profit-Forschungsgruppe Eleuther AI, das komplett Open Source ist, auch unter Apache 2.0 Lizenz, also auch für kommerzielle Nutzung. GPT4All hat mehrere auf die GPT-J basierende Sprachmodelle integriert, JV13 Groovy zum Beispiel. Ja, jetzt mal aus der Praxis gesprochen, leider gilt zurzeit, je offener das Modell, desto schlechter sind die Ergebnisse. Die völlig offenen GPT-J-Chatbots machen haarsträubende Fehler und sind zumindest in Form der bei GPT-4All enthaltenen Modelle nur zur Belustigung nutzbar. Schaut mal hier. Ja, okay. Aber die zumindest unkommerziell nutzbaren, nachtrainierten Llama-Modelle wie Vicuna und L13B Snoozy sind schon ziemlich ordentlich und ganz salopp gesagt zumindest einigermaßen vergleichbar mit der kostenlosen ChatGPT-Variante, die ja nicht auf dem neuesten GPT-4 basiert, sondern auf GPT-3.5. Aber ey, wie beeindruckend ist das, dass das so schnell ging? Da muss man ja nicht mal sonderlich optimistisch sein, um da eine riesige Zukunft für Open-Source-Chatbots zu sehen. Vor allem die Möglichkeit, die Teile selbst nachzutrainieren. Stellt euch mal vor, ihr füttert so etwas lokal auf eurem Rechner mit, sagen wir mal, euren persönlichen Kochrezepten und dann könnt ihr euch quasi mit eurem angesammelten Kochwissen unterhalten. Also sowas fragen wie, wie viel Butter muss nochmal mein Lieblingsrisotto? Und all das eben lokal, nicht in der Cloud, nur für euch. Auch für Firmen sind solche spezialisierten Chatbots natürlich hochinteressant. Nochmal Frage an euch, sollen wir dazu mal ein Video machen? Also wir füttern unseren eigenen KI-Chatbot? Dann schreibt es mal in die Kommentare, mit was wir den feintunen sollen. Und es kann auch ein bisschen dauern, weil so richtig gut funktioniert das alles noch nicht. Also meine ersten Experimente waren so. Und klar, man kann mit sowas auch böse Sachen machen. Trotzdem ist es mir persönlich lieber, die Technik zu open sourcen, als dass wenige einzelne Firmen wie OpenAI den Zugang dazu bestimmen. Zumindest bei Google scheint man die Sache jedenfalls ähnlich zu sehen.
gesehen. Es ist nämlich so ein internes Memo geleakt mit dem Titel: Wir haben keinen Burggraben und OpenAI auch nicht. Sprich, wir haben keine Absicherung gegenüber der Konkurrenz und OpenAI auch nicht. Veröffentlicht wurde das auf semianalysis.com und zumindest die Macher dieser Seite sagen, sie hätten die Echtheit überprüft. Ganz sicher ist das aber natürlich nicht. Der Inhalt ist aber auf alle Fälle sehr interessant. Nicht OpenAI sei der größte Konkurrent von Google, sondern die Open Source Gemeinde. Noch haben wir einen Qualitätsvorsprung, aber dieser schließt sich gerade mit einer unfassbaren Geschwindigkeit. Ein Schaubild zeigt die Qualitätssprünge von Llama zu Alpaca zu Vicuna innerhalb weniger Wochen. Und kurios übrigens, die Bewertung der Qualität hat ChatGPT vorgenommen. Im Memo heißt es noch, dass das gleiche bei der KI-Bildgenerierung passiert sei. Zuerst war da DALL-E von OpenAI und dann hat aber die Open-Source-Software Stable Diffusion auf einmal bessere Qualität geliefert. Okay, so gut wie Midjourney ist Stable Diffusion noch nicht, aber das kann sich ja ebenfalls sehr schnell ändern. Die Grundaussage ist jedenfalls, gegen die Masse an Menschen, die mit KI-Modellen herumexperimentieren und herumprogrammieren, hat auch der größte Konzern keine Chance. Wir, also Google, brauchen die Open-Source-Gemeinde mehr als die uns. Und das ist dann das Fazit. Google sollte lieber mit der Open-Source-Community zusammenarbeiten, als zu versuchen, geschlossene Produkte zu verkaufen. Das Mobilbetriebssystem Android sei ja das beste Beispiel dafür. Ja, und das würde ich auch so sehen. Und ich muss auch sagen, dass ich lieber mit meinem eigenen Chatbot herumexperimentiere, als so etwas wie ChatGPT zu nutzen. Nicht nur, dass mein eigener Chatbot meine Daten für sich behält, sondern auch, dass ich ihn mir so einstellen kann, wie ich ihn brauche. Also, dass ich zum Beispiel die Temperatur, also quasi die Kreativität und damit auch die Unberechenbarkeit festlegen kann. Trotzdem, und das möchte ich nochmal hier wirklich mit aller Deutlichkeit sagen, zurzeit sind alle lokal lauffähigen Chatbots mehrere Qualitätsstufen schlechter als die kommerziellen. Aber das kann sich sehr schnell ändern. Ich würde auch gern noch mal hier ein zweites Mal sagen. Natürlich ist die Forschung an KI mit Risiken verbunden. Es gab ja gerade wieder einen sehr kurzen offenen Brief von 100 Menschen, die mit KI forschen und arbeiten, im englischen Original nur 22 Wörter lang. Auf Deutsch: Die Minderung des Risikos, dass die Menschheit durch KI ausstirbt, sollte neben anderen gesellschaftlichen Risiken wie Pandemien und Atomkrieg eine globale Priorität sein. Unter anderem haben das der CEO von OpenAI, der CTO von Microsoft und mehrere Leute von Google unterschrieben. Und natürlich glauben die Leute, die es unterschrieben haben, nicht, dass uns ChatGPT oder Bing im aktuellen Zustand auslöschen will oder kann, sondern die schauen natürlich in die Zukunft. Und es sehen ja alle, die hinschauen, wie schnell das geht mit der Entwicklung. Und ich werde mich auch sicherlich nicht aus dem Fenster lehnen und sagen, ja, ist alles harmlos mit KI, die spinnen alle. Nein, natürlich ist Respekt vor der Technik durchaus angebracht, weil das eben zurzeit noch niemand so richtig einschätzen kann, was da alles passieren wird. Und ich werde hier jetzt auch nicht einfach behaupten, dass die Konzernleute diese Risiken hochjazzen, weil sie hoffen, damit die Open-Source-Konkurrenz einzudämmen. Ganz so einfach ist das sicherlich nicht. Dennoch finde ich, dass, wenn es wie zurzeit ja der Fall ist, OpenAI, Google und Co. an KI arbeiten dürfen, dann soll es auch die Open-Source-Gemeinde können. Wenn wir als Gesellschaft dann irgendwann feststellen, dass die Technik unkontrollierbar wird, beziehungsweise mehr negative Folgen als positive hat, ja, dann müssen halt alle damit aufhören. Aber nicht so, dass diejenigen Konzerne, die die beste Lobbyarbeit in Brüssel, Washington und sonst wo machen, irgendwelche Sonderrechte für sich aushandeln. Es ist und bleibt ein kompliziertes Thema. Und zwar auch gerade, was zukünftige Entwicklungen angeht, sehr schwer einschätzbar. Deshalb ist meine Meinung hier alles andere als in Stein gemeißelt. Zurzeit sehe ich noch sehr viel positives Potenzial, aber kann sich alles auch ändern. Wie seht ihr das? Muss KI reguliert werden? Habt ihr GPT for All oder andere offene Systeme mal ausprobiert? Konntet ihr das irgendwie sinnvoll einsetzen oder fandet ihr die Ergebnisse eher so? Schreibt gerne in die Kommentare und abonnieren natürlich. Tschüss.